Ja, herzlich willkommen. Wir machen gleich an dieser Stelle weiter. Wo ist denn die Sonne? Hi nun. Ich saus zurück. Noch einmal da hoch. Besorg uns. Noch eine Kuh. Kann ich eigentlich, wenn ich die Kuh... Stopp. Ja. Wenn ich die Kuh mit der Diamantspitzhacke niederprügel, bringt das eigentlich was? Ich habe ja hier... Ich habe hier was drauf. Ja, jedenfalls mein Leder. Ich muss leider... Ach komm, ich nehme die helle Kuh. Ich muss dann wieder ein paar züchten. Vorhin habe ich nämlich kein Leder bekommen. In der vorherigen Folge. Oh, ich muss unbedingt was essen. Ich habe jetzt wie viele Kühe gehauen? 3? Ich will mal kurz gucken. Ich habe 5 Leder und 4 Fleisch aus den Kühen. Das ist leider erloschen, das Feuer. Okay, ich habe Leder, ich kann noch... Wie viel machen wir denn? Sollen wir 2 machen? Bilderrahmen. Bling, bling. 2 Stücke. Leder können wir dann hier reinpacken. Karottchen mal hinter die Kiemen drücken. So, hier ich als Freizeitvegetarier. Also Gelegenheitsvegetarier ist besser. Manchmal esse ich nur Karotten hier im Spiel, manchmal haue ich mir dann so ein fettes Steak hier hinter die Binden. So war es da. Aber jetzt legen wir einstweilen mal hier rein. Ein Kartoffelchen oder 2. Sagen wir 2? Ne, 1. Für das Schild brate ich 1. Nehme ich ein Brot mit. Ja. Einen mit. Ist hier noch Feuer am Start? Das, dass das so schnell vergeht hier, gell? So eine Potato. Ah, schöne Ofenkartoffel. Ein Stück Brot. Was habe ich jetzt? Achso, diese Platten. Diese Platten wollte ich noch machen. Ich glaube, das waren die, oder? Könnte ich zwar auch im normalen... waren das die? Ich weiß es nicht. Komm, wir machen mal bloß mal eine. So, und wie baut man die am klügsten ab? Die schauen nämlich hier so anders aus, als wenn man sie dann platziert hat. Schade ist es mit dem... Habe ich hier eigentlich auch so einen Ofen? Ja, die Schienen sind immer so rum. Warum? Ich hätte die gern quer. Ich glaube... dass die im... Ich habe so eine Kreativwelt.
Und ich bilde mir ein, dass man die dort platzieren kann, wie man will. So oder so rum. Im Kreativmodus. Warum das hier jetzt allerdings nicht funktioniert, kann ich nicht sagen. Vielleicht weiß es ja irgendjemand. Clipping. Jawohl. Passt, sitzt. Ach ja. Und hat Träume. Dann hauen wir hier jetzt diese Wägeplatten drauf. Jetzt habe ich wieder kein, naja, kein Bild mit. Hirn, Edi. Hirn hast du auch nicht wirklich. Sollen wir das so machen oder? Oder so übereinander irgendwie. Oder hier so übereinander. Und auf der Seite weglassen. Die Ofenkartoffel. Und das Brot. Ja, stehe ich entweder mit Brot oder mit Kartoffel. Ich weiß nicht. Ich werde mal das geschwind hier übereinander machen. Es ist zwar nicht mehr gleich auf beiden Seiten, aber ich bin unschlüssig, wenn ich ganz ehrlich bin. Brot, komm her zu mir. Bernd, das Brot. Schade, dass man hier die quasi den Grill gar nicht richtig sieht. Da hängt doch oben, hängt doch hier ein Bild, gell? An unserem anderen Grill. Ich überlege mich gerade, weil wenn hier eine Platte drauf ist, ob man dann hier überhaupt was platzieren kann. Das geht, manchmal geht das nämlich gar nicht. Aber ich glaube, drüben ist es auch so, das geht. Ich meine, rein von der Logik her müsste es gehen, weil diese Platte ja nicht ganz bis zum Rand geht. Aber was ist schon logisch? Ich lasse es jetzt mal so, dass die beiden hier so nebeneinander sind. Ich glaube, das ist ganz nice. Passt schon. Passt schon. Gott schon. Würde ich sagen, wie wir das hier gestalten, das ist noch die Frage. Was hier auch denkbar wäre, hier sind Glasbausteine. Vielleicht sogar in Farbe. Wir werden sehen. Habe ich eigentlich hier? Nur Scheiben. Ach, guck mal, hier hätte ich sogar Ziegel gehabt. Ach komm, lass uns doch hier noch ein so ein Pott herstellen. Haben wir eigentlich nee. Ich wollte gerade fragen, gerade schauen, ob wir so ein trockenes Gestrüpp am Start haben, wie da drüben. Sowas hier. Hier als Gewürze fürs Steak. Ja, das können wir ja bei dem hier kaufen. Genau, hier kaufen wir so Gewürze ein, um unser Steak zu würzen. Ja gut, der Grill jetzt schaut ja ziemlich genau gleich aus wie der oben. Aber weiß ja keiner, ja, dass wir oben an unserer privaten Bude den gleichen Grill haben wie hier auf dem Markt. Kuchen wollte ich noch. Also hier. Achso, hier Getränke. Sorry. Komm, Getränke. Das ist ja hier ein Braustand.
Da brauchen wir natürlich auch Gläser. Ein Blumenpott ist da noch drin, das ist natürlich auch. So. Passt das, oder? Die einfach hier seitlich zu platzieren? Ich denke ja. Kuchen. Kuchen war noch die Idee von Kukurosa, glaube ich. Mir, ich glaube auf Steam war das geschrieben. Kuchen wäre gut. Und er hat ja auch hier die Idee gehabt mit dem Kürbis und der Melone. Vielen Dank dafür. Hier könnte man noch Kuchen machen. Dann haben wir hier noch Stände, die sind irgendwie noch etwas leer. Ich glaube nicht, dass man... Ja gut, wir könnten hier nochmal... Das können wir machen. Wir können hier einen Pott voll Milch drauf machen und nochmal ein Glas herstellen. Aber Milch kaufen. Jetzt habe ich wieder die Milch, die Ding nicht dabei. Die... Ich habe 4, ich habe 3, ich habe hier noch Sitze. Wir könnten noch schnell... eine weitere Sitzgelegenheit platzieren. Du musst weichen. Die Frage ist, naja gut, hilft nichts. Die muss dann hierher. So, jetzt rausgehen. Passt es? Ja. Auch wenn das Ding jetzt hier wieder kleiner ist. Und wir kein... was heißt kein? Kein ist falsch, aber nicht genügend. Rote Wolle haben, um hier den kompletten Schirm zu platzieren. Aber... Okay. So sieht's aus. Warum plätschert denn das hier so? Möchte ich das? Dass wenn man hier sitzt, dass man so ein leichtes Plätschern im Ohr hat? Stören wird's mich eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ist beruhigend. Vielleicht lasse ich das. Wenn hier so sitzt. Ja, doch. Hat was Meditatives. Was war ich hier unten? Irgend so ein Höhlengedöns. Ich habe keine rote Wolle. Haben wir hier noch rote Blumen? Oh. Hier. Rasenmäher am Start. Jetzt kommen hier diese komischen Sternchen. Ah, da ist eine Brücke. Sternchen raus.
Allerdings ist es ja egal, ich bin auch ein Dödel, denn ich kann ja das auch oben gucken und schmeiß dann oben im Vorgarten die das Knochenmehl am Boden, falls ich keine roten Blumen habe. Weil hier wachsen die auch, wie man sieht. Ja, habt ihr das gesehen? Ja, schau mal. Wir brauchen noch eine rote Blume. Dann mähen wir gleich mal hier vorm Haus wieder ein bisschen Rasen. Pling, pling, pling. Nice. Sehr nice. Es wird schon dunkel. Ich bin hier durchgelatscht, ohne dass ich mir die Schulter angerannt habe. Porzellansternchen. Nach da. Das gelbe Zeug nach hier. Das weg. Hier ist rote Farbe. 1, 2, 3. Brauche ich überhaupt so viel rote Farbe? Ich glaube, ich brauche 2 rote Wolle für... Wofür? Für 3 Teppich. Brauchen wir nicht viel mehr? Ich weiß es nicht. Das ist immer ein bisschen blöd, wenn ich immer nur genau so viel mache, wie ich auch brauche. Klar, das hat den Nachteil, dass ich öfter laufen muss. Andererseits den Vorteil, dass ich nicht zu viel verschwende. Jetzt schlafen wir mal hier im heimischen Bett. Ich nehme mal die drübere Seite. Ach ja. Was wir noch machen könnten, wir könnten mal kurz schauen, ob ich noch einen Bilderrahmen habe. Wo habe ich denn das Zeug immer? Eigentlich hier bei den Basteleien, oder? Ich habe keinen. Wie war denn das mit dem Bilderrahmen? Was brauche ich denn da in der Mitte? War das Kobbel oder was war denn das? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe auch nicht genügend Stöcke. Ist nicht so. Halt. Oh, Wolle. Ach, Wolle. Ja. Wolle war das. Das hat sich wohl erledigt mit dem Kobbel. Wie habe ich hier, ich habe hier überhaupt 60 da liegen. Wieso nehme ich dann da einen raus? Naja. Verstrahlt, sage ich da nur. Und dann würde ich vorschlagen, ab durch die Mitte nach unten und dann mache ich sofort eine Folgenpause. Oder soll ich die gleich hier machen? Nee, nee, wir machen die mal. Wo machen wir denn die mal? Sollen wir mal hier oben hergehen? Das Ganze mal von oben betrachten. So.
Der Marktplatz, wie wäre denn das? So machen wir es. Ich mache hier eine Folgenpause, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Eddie.